Moin Leute, Trimax hier. Heute ist es soweit. Heute gibt es das dümmste, größte, gewaltigste, längste Opening, was ich je hatte. Wir haben insgesamt schon Pokémon, Fußball und Yu-Gi-Oh! Karten im Wert von 130.000 Euro geöffnet. Und wir haben eine Abstimmung gemacht. Wir sollen es versuchen, die am schwerst zu ziehende Karte überhaupt zu bekommen. Den 10.000 Drache. Den ziehst du aus der Packung, der ist instant 2.000 Euro wert. So eine Karte gibt es nur einmal. Das ist ein Display. Hast du davon 12 Displays. Hast du eine Case? Oh, ist das schwer. Und hast du 4 Cases? Hast du einen Schinken? Das machen wir auf. Wir jagen den 10.000 Drachen. Es haben Leute schon für 15.000 Euro diese Displays geöffnet, den 10.000 Drachen nicht gezogen und die 15.000 Euro waren weg. Wir können das machen. Wir haben daraus einen Stream, wir haben Videos, wir haben heute auch einen Partner dabei. Ihr müsst es nicht machen. Schaut einfach die Streams und gut ist. Partner heute nämlich ist von dem Opening, wie auch schon bei all den Openings, was mega, mega geil ist und das auch schon seit vielen Jahren, Level Up. Die haben nämlich gerade passend hierzu sehr cool eine 3-für-2 Aktion. Also ihr packt 3 Dosen Warenkorb, müsst du 2 bezahlen. Mit Code TRIMAX2. Dann könnt ihr mich auch mit unterstützen. Die sauren Editions sind rausgekommen. Einmal einer der Bestseller Shiny Dragons. Ist jetzt saurer Shiny Dragon. Auch Galaxy, der absolute Bestseller über Jahre. Saure Galaxy Edition. Und was ich sehr geil finde, Blue Crush, habe ich sehr, sehr lange nicht mehr getrunken. Blaue Himbeere sauer. Jetzt gerade sogar mein Favorit von den dreien. Könnt ihr euch sehr, sehr gerne gönnen. Checkt sehr gerne ab. Vielen, vielen Dank an Level Up für den Support. Code TRIMAX2. 3-für-2 Aktion. Das sieht gut aus. Wünscht mir Glück bitte einfach mal. Okay? Wir wollen den 10.000 Drachen. Das ist die zweitbeste Karte. Die ist instant aus der Packung 250 Euro wert. Ich zeige sie euch mal. Utopia Nummer 39. Die habe ich schon mal gezogen. Das war super lucky, dass ich die relativ schnell gezogen habe. Wenn die kommt, auch unfassbar geil. Völlig kranke Karte. Aber das heißt, dann ganze Ding kostet 10.000 Euro. Der 10.000 Drache heißt der 10.000 Drache, weil wenn du ihn beschwörst, du kannst ihn nur beschwören, wenn du Karten opferst, die einen Angriff und Verteidigungswert alles zusammen von 10.000 haben. Und wenn du dann den Drachen beschwörst, den 10.000 Drachen, hat er auch 10.000 Angriff. Der 10.000 Drache. Hey, was geht? Was geht, Bro? Was geht? Ist jede Karte am Ende, die hat das Effekt von einem Secret Rare? Ja, Secret Rare. Das sind immer die letzten. Letztes immer Secret Rare. Okay, krank. Hast du heute Bock, gebrochen zu werden? Ich habe auch ein bisschen Angst. Also man kann sein Cash gar nicht zurück. Nein, Leute, es ist immer Yu-Gi-Oh! Pokémon. Du machst auf und 80-90% deines Geldes ist weg durchs Öffnen. Ja. Egal, wie gut du ziehst. Oh, Das ist doch die 7 Euro wert, oder? Ist das nicht die Zauberkarte, die 7 Euro wert ist? 7 Euro, guck mal, geil. Ich habe erst 100 Euro aus, ich habe 200 Euro ausgegeben und habe 7 Euro zurückbekommen. Geil, ey, Leute, öffnet auf jeden Fall Yu-Gi-Oh! Karten und Pokémon-Karten. Mega smart. Digga, ich habe in 10 Minuten aus 200 Euro 7 gemacht. Geil. Das ist ein langes Opening, Alter. Ich weiß nicht, wie ich am Ende... Ich bin jetzt gerade voll happy und glücklich, aber ich weiß nicht, ob ich das in 13 Stunden noch sein werde, wenn ich nichts gezogen habe. Oh, das ist der! Das ist der Chaos-Imperator! Top 3, ja. 35 Öcken. Drittbeste Karte! Oh mein Gott, die wird sogar getoploadert. Wie geil! Was für ein super Start! Wie viele Booster sind im Display? Ey, das ist eine richtig gute Frage. Soll ich mal nachzählen? 20, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und zack, uns offen, weg, drehen und ziehen wieder. Ich zieh schnell, hocheffizient. Ja, okay, Stu. Ja! Oh, ja, krass. Hocheffizient! Sag direkt mal. 35 bis 40 Euro, die wird auch getoploadert. Bei dem Set sind alle Karten Holo, ja. Das ist er jetzt aber, das ist er. Ja, ja. Das ist er! 3,80 Euro, let's go! 3,80 Euro. Einpacken. Für selbst. Wer den Fossilkrieger-Schädelritter nicht ehrt, ist den 10.000 Drachen nicht wert. Das sind wir da eingepackt. 10.000 Euro wieder drin. Zack, halber Döner. Last Pack Magic aus diesem Display. Gönn. Und wieder Riesenarschritze. Die hasse ich. Die ziehe ich am alleröftesten. Nummer C1 Numeron Chaos Tor Sunja. Was eine Scheiße. Was soll das überhaupt sein? Du willst das auch nicht rein, ne? Alter, First Pack Magic aus der neuen Display. Sauber. Leute, das ist der vierte Chaos-Imperator. Utopia schon gezogen? Nein, ich habe noch nicht mal Utopia gezogen. Noch nicht mal die zweitbeste Karte. So ein Scheiß. War Reapers früher nicht voll gut mit ApoRed? Ja, Reapers war im Clan von ApoRed. Apocalypto Reapers hat er angefangen damals mit Call of Duty, als er 14 war. Mit Let's Plays. Ja! Ja! Der fünfte Chaos... Imperator, der Drache des Armageddons.
5 mal 35 Euro. Guck mal, ich habe nur 3000 Euro ausgegeben und habe hier Karten im Wert von über 100 Euro in der Hand. Ist doch geil. Ey, gib mir doch wenigstens mal eine Utopia. Noch nicht mal das kommt. Ja! Ja! Was? Hä? Ich hab mir so doll... Ich weiß es nicht. Ich hab mir so doll Utopia vorgestellt und dann war es auf einmal in meiner Hand. Oh mein Gott. Leute, ihr versteht's nicht. Die Karte ist roh, sofort 250 Euro wert. So wie ich sie jetzt gezogen habe. Super seltenes Ding. Gut, ich habe jetzt auch für über 3000 Euro aufgemacht. Da ist jetzt mal 250 Euro wieder kriegen nicht so viel. Alter, direkt nochmal ein 4 Euro Hit. Ich habe echt einen guten Zug drauf, wirklich. Ich habe die Mechanics so drauf, wie man die... zack. Da denkst du, du hast die 10.000 Euro komplett verschwendet. Und dann kommt außen nichts. Bam. Fossilkrieger, Schädelritter, 3,25 Euro. Boom. Verstehe nicht, warum die so wertvoll ist. Naja, das ist eine unglaublich seltene Karte. Deswegen ist sie so wertvoll, weil sie keiner hat. Es haben nur 4 Leute on camera das Ding gezogen. Das Ding gibt es gar nicht bewertet irgendwo zu kaufen. Geschweige denn auf Deutsch. Die Karte gibt es einfach nicht. Deswegen, das ist doch ganz klar, dass ich sie haben möchte. Man stellt sich, wenn ich so ein No-Look-Pack mache, stell ich mir vor, ich halte jetzt die Karte in der Hand. Ne, sind noch 2, ne? Oh, nee, das war die letzte. Oh mein Gott, wie geil. Das ist die drittbeste 35-Euro-Hit. Let's go, drittbeste Karte aus dem ganzen Set. Bam. Ah. Da ist er. Hattest vorher keine Zeit, ne? Ja, weil ich komme abends dazu. Ja, weil ich dachte, du bist unterwegs tagsüber. Nee, ich spiele Valorant. Ja, natürlich spielst du Valorant. Du spielst ja 2,5 Jahren Valorant. Ich hab dich nie wieder gesehen. Ja, Digga, weil auch Dings ist neue Season. Es ist immer irgendwas. Das ist ein halbes Display. 75 Euro Booster mache ich jetzt hier auf. Let's go. Jede fünfte Karte kann der Hit sein. Das ist die zweite, dritte... Vierte, hier kann er sein. Arschritze, weiter geht's. Erste, zweite, dritte, vierte. Und hier hinter, gar nichts. Hier hinter ist der Hit. Ja, das ist immerhin mal ein bisschen was. Drittbeste Karte, 35 Euro ist die wert. Sehr gut gespielt, klasse. Gleich direkt sleeven. Guck mal, habt ihr das gesehen? Das bringt Glück. Wieder nichts. Gar nichts, meine Hasskarte. Nichts. Wow, chilliges halbes Display. Du hast gerade 75 Euro in 1,5 Minuten verbraten. Ich bin ja auch so ein Loser dann einfach, wenn ich für 10.000 Euro das nicht... Was sage ich denn dann meiner Freundin? Hä? Und, hast du sie gezogen? Nee, 10.000 Euro weg. Nächstes Mal, wenn ich irgendwie mit Monte oder Elitsche frage, jo, was hast du da gemacht im Stream? Du hast für 10.000 Euro Karten geöffnet und nichts gezogen. Ist doch voll peinlich dann auch. Das ist ein Display. 150 Euro Display, ein Display. Einfach 150 Euro in der Hand, wie witzig, ne? 150 Euro Booster. Ist das dumm, ich öffne ein ganzes Display mit einem Zug. Jede fünfte Karte kann der Hit sein. Gar nichts. Gar nichts. Und hier haben wir gar nichts. Hier hinter verbirgt sich. Oh, Finsterwaffe, der kostet 7 Euro. Jetzt geht's los. Schneid euch an. Ach Digga, das ist ja bodenlos. Das ist ein ganzes Display. Mann. Guck mal. Das kann nicht sein. So aufzumachen ist noch beschissener. Bitte. Und wieder nichts. Ey, hau mir doch in die Fresse. Letzter Hit. Nee, dahinter der letzte Hit. Meine Hasskarte. Krass. Oder schreiben hier sehr viele. Yo, ich bin gerade in Hamburg, wo bist du? Das ist witzig, wie die Leute denken so, sie kommen nach Hamburg und treffen dann Trimax und Monte einfach immer. Das habe ich schon sehr oft gelesen. Unglaublich dumm, oder? Mhm. Gönn doch, Mann. Bin 2 Stunden weg gewesen, irgendwas Dickes gezogen. Nein, habe ich nicht. Überhaupt gar nichts. Permaban. Was für Permaban? Das war eine ganz normale Frage. Permaban für dich auch. Ich muss jetzt meinen Frust vielleicht nicht ziehen bei den Leuten rauslassen. Will ich sonst noch irgendwie mal was melden? Last Pack Magic, letzter Booster aus dem Display. Und wieder dieser verkackte Eispinguin. Am Anfang fand ich das Artwork so toll, jetzt hasse ich den. Eiszeitungeheuer, Polarpinguin-Arsch. Das war wieder ein Display. Doch. Ey, du bist doch nicht im letzten Display. Ach, Digga, Case, dachte ich. Digga, was? Oh, Mann. Oh! Zack. Das ist doch mal direkt... Ein 40-Euro-Hit. Guck mal. Was ist 10.000 Euro minus 40? 9.960. Guck mal. Das ist natürlich so ein kleiner... Ah! Ah!
Ja! 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 Quetsch die nicht, Mann! Meine Kamera ist kaputt! Oh mein Alter, Gott! GZ! Du hast ihn! Du hast ihn! Ich kann's nicht fassen. Ich check's gar nicht. Pack ihn in der Hand, Hände schwitzen schnell. 1000 Euro hat er da in der Hand, ey. Das ist mit so viel Abstand die beste Karte, die ich je gezogen habe. Ich bin der fünfte einfach weltweit, der die Karte on camera gezogen hat. Ich pass ihn ganz leicht nur an. Oh. Let's go. Digga, ich fasse es. Du hast ihn einfach. Ich fasse es nicht. Die Karte gibt's nicht. Die hat noch nicht, die hat noch nie jemand im Internet hochgeladen über 480p. Versteht ihr, was ich meine? Die hat auch noch kein Deutscher gezogen. Die ist, ihr versteht die Karte nicht. Leute haben für 20.000 Euro aufgemacht und die Karte nicht gezogen. Ich hab den 10.000 Drachen. Ich glaube das nicht. Wir haben schon die Hoffnung aufgegeben. Ich hab schon die Hoffnung verloren. Ich konnte es gar nicht fassen. Ich kann es immer noch nicht fassen. 10.000 geisteskranke Karte. Ich glaube das noch nicht. Ich kann es gerade nicht fassen, ne? Hätte ich auch nicht gedacht, Alter, ehrlich gesagt. Wahnsinn. GZ, Mann. Wie ist der Zustand? Einmal abchecken. Hier ist ein bisschen Arschritze. Das ist einfach nur schlecht. Die eine Ecke ist schlecht gestanzt, wie du da siehst, ne? Oh no. Gott. Also die wird wert, egal, trotzdem Taui sein. Die ist trotzdem Taui hier Instant. Mit. Ja, ja. Taui Instant. Da, ob da jetzt ein bisschen ganz leicht was an der Corner ist oder Offsender, der ist ein Taui. Digga, ist das Wahnsinn. Ist das Wahnsinn. Wahnsinn. Drache, ich lese den Effekt vor. Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen / gesetzt werden. Muss als Spezialbeschwörung beschworen werden, indem du Monster als Tribut anbietest, die du kontrollierst und deren kombinierte Angriff und Verteidigung 10.000 oder mehr sind. Falls diese Karte auf diese Art beschworen wird, wird die Angriff / Verteidigung dieser Karte zu 10.000. Erzähl, Mann, freu mich. Wirklich. Digga, ich war... Eine Karte vorher war ja der Chaos-Imperator-Drache, ne? Ja, ja. Und Utopia habe ich ja auch gezogen mit einer Starlight. Du hast echt alle Puls nochmal geholt jetzt. Das sind die drei besten Karten. Utopia kostet rot 250, die Karte kostet rot 1000. Das ist ja so krank, ne? Ich habe es gar nicht gecheckt, dass ich sie gezogen habe. Ich habe es gar nicht gecheckt, als ich sie in der Hand gehalten habe. Hier haben wir als Hit nichts. Und der letzte Karte, wahrscheinlich auch nochmal Riesenarschritze. Sei nochmal richtig schlecht. Ja, sehr gut. Fertig. Leute, Wahnsinn. Es ist geschafft. Ich habe die am schwersten ziehende Karte überhaupt. Ich bin der Erste, der die Karte in HD gezogen hat auf der ganzen Welt. Wie viel ist die Karte wert? Ungegradet ist sie so, wie sie hier ist, direkt 1000 Euro wert. Macht das zu Hause natürlich nicht nach. Es ist ja alles weg. Man macht immer so 80-90% Verlust, auch wenn du den besten Hit ziehst, ne? Wir gehen einmal die Karten durch. 7.500 Euro. 3,50. Okay, die kostet die Karte. Haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben für 7.500 Euro diese Karte, die nur 3,50 wert ist, nur 7 Mal gezogen. Wunderes. Auch die Karte kostet 4 Euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wo sind wir jetzt? Bei 70 Euro? So, jetzt kommen wir zur Beschwörung. Die Karte kostet 7,20 Euro. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal. Ach, 30. Gut, nehmen wir das. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wir sind bisher bei 250 Euro. gut. So, aber jetzt, Leute. Jetzt kommt Wolpertinger. Und ihr denkt euch, Digga, was will er mit Wolpertinger? Der kostet nur 4 Euro. Passt mal auf. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33. 33 Wolpertinger. Boom! 132 nochmal oben drauf. Und damit landen wir bisher bei 383 Euro schon. 36, das ist die drittbeste Karte. Wow. Die Karte haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal. Kommen wir zur zweitbesten Karte.
aus dem Set. Utopia Nummer 39. Das war vorher schon meine beste Yu-Gi-Oh! Karte mit Abstand. Die kostet roh direkt 250 Euro. Hier habe ich sie sogar in der Mint Plus mit 9,5 von GSG bewertet. Das ist dann hundertprozentig eine PSA 10. Die ist roh direkt 250 Euro wert. Und jetzt kommen wir zur besten Karte überhaupt. Die kostet roh direkt 1000 Euro. Der 10.000 Drache. Die am schwersten und seltenste zu ziehende Karte aus Pokémon und Yu-Gi-Oh! Zusammen. Das ist die 10.000ste Yu-Gi-Oh! Karte. Das ist, sieht man unten, die 10.000. Das ist die einzige Karte hier mit der Schrift in glänzend, nicht Gold oder Silber wie immer, sondern in Rot. In Rot einfach. Ich kann es immer noch nicht fassen, ne? So, dann haben wir insgesamt bei einem Wert von, ohne die Karte von 1000, mit der Karte 2000. Das ist eine riesen Box. Geistesk. Ich habe über 100, also davon habe ich über 10 Kisten, Digga, das weißt du, ne? Insgesamt meinst du jetzt? Ja, ja. Ich habe Pokémon und Yu-Gi-Oh! Karten, die wiegen zusammen mehr als ich. Ich habe über 100 Kilo Karten. Das war jetzt aber nicht nur von heute, die Box hier, oder? 2/3 ist nur von heute, doch. Okay, Bro, ey, es war sehr geil. Ey, Reapers, vielen Dank. Du warst die ganze Zeit dabei, das war großartig. Gut gepult, mein Bester. Wichtig. Danke, auch, Mann. Dass du die jetzt hast. Ja, Mann. Bro. Viel Spaß. Ciao.